Hallöchen und herzlich willkommen. Hallöchen. Wir sind hier live in unserem neuen Aufnahmestudio vom Teamspeak von STO Sender, was wir eingerichtet haben. Hallo. Genau, man hört es vielleicht an dem Hall-Effekt im Hintergrund. Genau. Ich habe ja schon mal angekündigt, wir hatten ja auch schon mal einen Beta-Test bei unserem Teamspeak gemacht, dass ihr alle zuhören könnt, wenn ihr wollt. Man sieht auch schon um uns ein paar Leute rumstehen. Das ist nicht ohne Grund, also nicht nur, weil wir gut ausschauen, sondern weil die Leute ja auch im Teamspeak sind. Ihr könnt ja mal unten im Triple-LP-Chat schreiben. Oder der liebe NXData kann auch mal Hallo sagen. Ah, wunderschönen Abend oder Morgen oder Mittag, wo ihr gerade schaut. Genau. Wer den NXData nicht kennt, ist nicht schlimm, ist eh unwichtig, der Mann. Nein. Das ist hier sozusagen, hab vorhin schon erwähnt, in der Teamspeak-Nahrungskette steht er über uns. Gut aussehen? Was? Hm? Natürlich. Noch Fragen? Was machst denn du schon wieder? Ich? Muss ich hier wieder Alleinunterhalter machen, weil du wieder nebenbei andere Sachen machst? Ich schau grad, ich muss an der Lautstärke ein klein wenig nachregulieren, weil, wie es vielleicht aufgefallen ist, war ja gestern nicht nur dieser, Patch von wegen Staffel 9. Nein, es wurden auch die Grafikeinstellungen zurückgesetzt und es gab ein paar Probleme beim Starten bei mir. Da habe ich die ganze Config gelöscht und jetzt muss ich auch die Soundeinstellung wieder nachstellen, habe ich festgestellt. Ah, na, ich muss auch mal wissen. Und ich muss sagen, NXData, fesches Kostüm. Jo. Das ist übrigens, wer es nicht weiß, das ist hier der Grüne hier, der mit den grünen Versorgungsleitungen. Moment. Genau. Und ihr kennt den NXData vielleicht auch aus unserer Flottenvorstellung von der 9. Flotte. Da, der Octodad. Octodad, ja. Blum. Fehlen nur noch die Tentakel. Ja, es gibt grundsätzlich ist viel passiert. Wie man schon sieht, sind wir hier auch auf dem neuen ESD. Das wurde eigens für Triple LP erstellt. Genau, und jetzt stehen wir wieder vor dem Wasserfall, vor dem ich immer aufs Töpfchen muss, wenn ich das Wasser sehe. Aber nachdem der Don so faul ist, lässt er einfach laufen. Ja, deswegen blende ich mich gerade selber aus. Jo. So, ich bin fertig. No, nee, was macht man heute? Wie gesagt, es gibt viel zu erzählen. Wir sind das allererste Mal, nehmen wir hier auf unsere neuen TS-Aufnahmestudio auf, wo übrigens jeder dazu stoßen kann, wenn er will. Die TS-Daten stehen unten in der Videobeschreibung. Ich hoffe, ich vergesse die nicht da einzuschreiben. Dann ist, wann ist das jetzt vorgestern, NX, wann ist das, die Staffeln online gegangen? Diesen neuen, 22. April um 19 Uhr. Also vor 2 Tagen. Genau. Ja. Also seit 2 Tagen ist die Staffel 9 bei STO online. Und wie man sieht, eigens für uns, das, ISD neu erstellt worden. Mir gefällt's ganz gut. Genauso wie wir es bestellt haben. Ach so. Wo sind denn die Frauen? Ja, das ist, habe ich doch schon mal erzählt. Da müssten wir die Sendung hier FSK 18 machen. Die dürfen ruhig was anhaben. Ach so. Na, da habe ich also die falsch verstanden. Die müssen ja nicht komplett entblättert sein. Die. Nö, also wir schauen uns das jetzt einfach mal an in dieser Folge, oder? Genau, ich laufe hier gerade mal in die Uniform Supply, also in die das Lager der Uniformen. Also es ist auf jeden Fall nicht mal so wie im alten ESD, dass man hier einfach im Kreis rennt und irgendwann wird man den finden, den man braucht. Leider nicht mehr. Aber ich finde es trotzdem schöner. Und ich denke mal, man kann... Es gibt Umkleidekabinen. Ja, die sind aber alle besetzt. Entschuldigung. Sind auch mein Dino hält die Tür auf. Sind auch Kameras drin? Nö, ich glaube nicht. Was nebenbei ganz noch vielleicht noch auffällt, ich habe hier gerade so eine Mischung zwischen Panzerung und was weiß ich nicht alles an. Eine Uniform. Ich übrigens auch. Ich habe mir mal meine Handgelenke ein bisschen schick gemacht. Cool. Ist geil, oder? Das ist voll stylisch, genau. Ey. Ich gehe mal zu Uniform wechseln ganz schnell rein und zeige das mal. Da gibt es nämlich, wenn man es hier bei Verändern drauf geht, hat man nämlich jetzt auch die Möglichkeit, sobald es lädt, da ist es, kann man nämlich hier seine komplette Rüstung mit allen möglichen Schnickschnack. Ja, wenn du das schon so schön erklärst, dann muss ich das leider auch mal zeigen. Ja, komm, wenn schon, denn schon. Soweit kann ich hier einfach sogar vom Arzt irgendwelche Sachen mir an den Armrand pappen. Verändern. Gut, Kragen? Was ist denn Mehrzahl von Kragen? Also grundsätzlich ist ja so, dass alles, was vorher die Optik vom Körperpanzer oder von den Kits war, kann man jetzt hier manuell hinzufügen, optisch, egal ob man das Kit oder den Panzer hat oder nicht. Ja.
Und vor allem das Kit ist jetzt nicht mal einfach Kit an und aus, sondern wirklich, man kann sich das zusammenstellen, wie man will. Wie man jetzt bei mir auch schon sieht, ich kann es auch das Teil unten drunter, also hier den Anzug darunter einfach so anpassen, wie ich das gerade möchte, wie ich lustig bin. Und ich bin zum Glück nicht lustig. Das warst du noch nie. Ich weiß. Zum Beispiel hier Bronze, Blau. Ich nehme den Blauen wieder. Oh, mein Abzeichen ist. Also die haben eigentlich durch diese Geschichte, diese optische Personalisierung des Charakters ordentlich nach oben getrieben. Mhm. Also viele Möglichkeiten gemacht. Ich weiß nicht, hat das schon jemand ausprobiert, wie das mit der Uniform, mit der Flottenuniform aussieht? Weil ich glaube, da hat man dann auch ein paar coole Möglichkeiten. Stimmt. Ist mir jetzt mal so. Bei der Flottenuniform waren wir immer so eingeschränkt, dass man nur Uniformen nehmen kann, die schon vom Spiel grundtechnisch schon dabei sind. Also keine Sen gekauften oder so. Und die Panzerung allen drum und dran, die sind ja eigentlich auch coole Stiefelchen. Standard und müssten eigentlich dadurch zurück. Ach, da können wir gleich mal hier die. Ja, da kannst du einen richtigen Rucksack tragen. Ich nehme die anderen Stiefel, woran sie. Ja, hatte ich ihn gehabt. Handgelenkbefestigung. So, das sieht noch mehr aus. Genau. Ich tue das jetzt mal ganz schnell kaufen und. Herzlichen Dank, ihr Schneider. Vor allem kann man es ja auch farblich auch anpassen. Das sollte man auch noch erwähnen. Süße. Weil vorher hat man einfach nur das Kit gehabt. Jetzt kann man das ja auch farblich alles ein bisschen anpassen. Finde ich auf jeden Fall sehr nice. Das Verdeckte, wenn man von unten nach oben schaut, fast das Gesicht. Und ich habe mal wieder vergessen, mein Outlook zu schließen. So. Naja, macht ja nichts. Höchst professionell. Du, guck mal. So, wo bist du? Die Lucy. Geh mal aus dem Bild. Hey, Lucy. Komm, das hab ich doch auch hier. Was da. Hey. Besser. Ja, auch noch irgendwo? Oh, das war die falsche. Was ist es denn? Na, hab ich glaube ich gar nicht mehr da. Ich weiß es nicht. So, dann noch mal weiter. Gibt hier noch mehr zu sehen? Nach dem flotten Uniformsschneider haben wir hier natürlich das persönliche Equipment. Was? Gibt's alle Menschencharaktere haben neue Gesichtsoptionen bekommen. Übrigens, NX Data, schön, dass du mich hier privat anschreibst. Da sieht man schon mal, dass du immer noch nicht unseren Triple-LP-Chat eingerichtet hast. Ja. Und außerdem, wenn du eh schon TeamSpeak bist, da kannst du auch reden. Jetzt haben die Leute eh schon gehört. Nicht in die Aufnahme euch. Ach du. Das ist eure YouTube-Aufnahme. Muss ja dazu sagen, ich sage jetzt einfach mal, der NX Data ist hier sozusagen unser TeamSpeak-Sponsor. Und vielen Dank dafür. Jo, Dankeschön hier mal an offizieller Seite. Ich muss echt mal einen Blobschutz wieder hinmachen, sonst kriege ich mal zu nah. Ich bezahle es ja nicht. Wie in der flotten Vorstellung der neuen schon erwähnt, es geht ja alles über den Lukas. Der bezahlt das alles. Ich bin hier nur Admin und habe das für euch mit eingerichtet. Genau. Du bezahlst es nicht, du heimst nur den Lob ein, ne? Ja, genau. Also vielen Dank an die neunte Flotte, sagen wir es mal so rum. An STO Sender, um genau zu sein. Stimmt, STO Sender. Genau. Ein bisschen größere Community. Ich meine, es ist ja, wenn man so sieht, ja, ihr seid zwar eine Multigaming-Clique, sage ich jetzt mal. Aber ihr seid ja trotzdem spezialisiert auf STO, so im Grunde, ne? Der größte Teil noch, ja. Ja, deswegen sind wir ja eigentlich auch bei euch, weil ja eigentlich auch unser Hauptgame ja auch STO ist. Also von deren Sicht passt das ja. Was jetzt aber nicht heißt, dass wir hier nicht willkommen sind, wenn wir auch mal andere Spiele spielen. Nee, das ist ja eine Multigaming-Community. Eben. Da können natürlich auch andere Spiele Let's Playen, wie Battlefield spiele ich ja selber auch, oder halt, Das sollten wir dem Moment nochmal festhalten. Ja, definitiv. Weil Battlefield spielen wir ja auch hin und wieder, wenn wir Zeit haben. Wenn wir wieder mal Zeit haben, ja. Genau. Genau, ich habe inzwischen, weil wir gerade hier stehen, und damit das mal ein bisschen zusammenbringen, wir stehen, und dann Linie wir reinbringen. Singen. Es gibt ja auch ein neues Kit-System. Ja, Kit. Und zwar können wir jetzt den Original-Kit aus Knight Rider kaufen. Genau, mit dem roten Lauflicht. Genau. Und bei der KVS-Version gibt es den Car. Genau. Car. Und bei der Romulaner? Brigitte. Ja. Brigitte. Nein, ich habe das mal hier eben angelegt, so ein Gerät. Ich habe hier allerdings noch keine Sachen zum Einbauen drin. Zeig mal. Man kann sich da auch komplett frei von oder weg zu ausrüsten, was man da gerne hätte. Ich habe das ja schon mal. Ich habe das schon mal in einer der damaligen Flotten mal erwähnt, wo ich das Crafting-System
im STO mit Star Wars Old Republic verglichen habe, wo ich erwähnt habe, dass bei Old Republic gibt es ja auch Ausrüstungsgegenstände, die man erweitern kann durch Module allen drum und dran. Und das haben die jetzt hier im Prinzip bei die den Kits. Die haben voll auf dich gehört. Genau, ich habe ja gesagt, nicht nur das ESD ist für uns extra gemacht worden, nein, die haben auch die Kits extra für uns jetzt angepasst. Mhm, das ist cool. Das heißt, man hat eine Grundbasis-Kit und das kann man dann erweitern durch oder Module paar. Und personalisieren von den Fähigkeiten. Also das heißt, wenn man jetzt zum Beispiel eine Fähigkeit von dem Bunker-Richtungskit gerne hatte und man aber eigentlich noch gerne eine Fähigkeit von dem anderen Kit noch gerne dazu hatte, gehabt hätte, das kann man sich jetzt auch ein bisschen zusammenstellen, so wie man es am liebsten hat. Ein bisschen Käse drauf, Brötchen drauf, Soße und reinbeißen, dann ist es lecker. Und ganz nebenbei, ich schaue jetzt gerade in das neue Shuttle-Hangar, was man nicht betreten kann. Jein. Und? Bisschen kann man es ja betreten. Um bei den Neuerungen noch nebenbei zu bleiben, wenn wir hin und her laufen. Eigenschaften. Was ist denn hier eigentlich gewesen? Warenmaklerin. Und hier gab es Energiekreditwaren. Ich kann gleich mal schauen, was ich hier ausrüsten kann. Ah, Genauigkeit verbessern. In den Eigenschaften. Ich weiß nicht, hast du das überhaupt schon gesehen? Was? Achso, Eigenschaften. Und Eigenschaften? Eigenschaften sind Eigenschaften. Also in Eigenschaften, die man jetzt neu zusammenstellen kann, und zwar auch jederzeit oder fast jederzeit außerhalb von STFs und so weiter, kann man die sich ändern, wie man lustig ist. Und es kommen ja auch neue Rufeigenschaften dazu. Bodenruf, Raumruf und aktiver Ruf. Und ich zeige mal ganz das Rufsystem für die, die es schon kennen. Wir haben ja bei dem Charakter jetzt zumindest, Omega-Klasse haben wir ja auf Stufe 1 schon. Und da konnte man ja vorher musste man sich mal eins von denen auswählen, zum Beispiel entweder medizinische Naniten oder Omega-Waffenkenntnisse. Jetzt kann man auch beides nehmen, das tut man dann im Prinzip im Rufs ist in dem Eigenschaftssystem. Oh, der NX Data ist jetzt auch bei Triple LP. Achso, ich könnte das mal aufmachen, hey. Wo ist er denn? Da ist er. Irgendso. Ja. Oh, hier habe ich noch die Zone an. Übrigens, du, Enix, du spielst ja das auch ein bisschen öfters wie wir. Wir spielen es ja eigentlich zurzeit fast nur noch, wenn wir aufnehmen. Einmal täglich eigentlich. Ja, deswegen, wenn wir irgendeinen Schwachsinn erzählen, kannst du uns ruhig reinreden. Ja, könnt ihr machen. Also, da kannst du uns auch so einfach reinreden, nicht nur bei Schwachsinn. Ja, aber nachdem wir ja eigentlich fast immer Schwachsinn reden, dann kommt er, glaube ich, aus dem Reinreden nicht mehr raus. Machst einfach. Ja, Wasser. Genau. Und noch eine ganz wichtige Info, weil ich es gerade sehe. Der folgende Orbitalschlag nennt sich ja orbitale Zerstörung. Ja. Sollte man wieder anwählen bei persönlicher Eigenschaften. Der ist bei mir aber schon angewählt gewesen. Bei mir nicht. Tja, du hast ja auch deine Config zerschossen. So. Obwohl das ja eigentlich nichts mit der Config zu tun hatte. Bodenruf kann ich jetzt. Ich kann jetzt beim Bodenruf schon. Aber allgemein, halten. Das müsste ich mir mal bei Gelegenheit mal anschauen. Ich will mir ganz gerne erstmal das ESD alles ein bisschen weiter anschauen. Bevor ich jetzt anfange, mal das Ruf zu machen. Weil du hast ja auch erwähnt gehabt, ach ja, was ich jetzt, wo ich gerade hier stehe. Erstmal, wo bist denn du hingerannt? Da. Was sehr schön gemacht worden ist, dass jetzt auf dem ganzen ESD verteilt Poststellen sind und Bankstellen. Also es ist nicht mehr nur an einer Stelle, sondern die sind wirklich überall verteilt. Und das finde ich sehr, sehr very nice. Dass man hier nicht mehr so rumrennen muss, um sogar die hässlichen Ferengis haben sie an eine Stelle gestellt. Ferengi-Sammler und Grimm. Haben wir mal kurz ein bisschen. Also hier könnte ich mich jetzt auch zur Sternenflottenakademie beamen. Genau, weil du ja gesagt hast, man kann das nicht betreten. Im Grunde kann man schon, aber halt nur so weit. Dann runter wäre halt interessant. Aber ich habe mich immer schon gefragt gehabt, wie von so dem großen ESD so ein Shuttle-Hangar ausschaut. Und jetzt weißt du es. Jetzt weiß ich es, ja. Und ich finde, das sieht schon geil aus. Na, jetzt gehen wir gleich mal um die. Ach, Lucy ist auch im Chat. Entschuldigung, dass wir. Ja, Lucy steht ja auch hier vor mir. Neben mir vor mir. Lucy ist übrigens die, die mit dem. Mit dem Zugschnürtenkragen. So, wo bist du? Da hinten bist du? Ja, ich wollte gerade mal. Ich habe hier auch mal noch eine Mail gefunden wieder. Also, wie gesagt, die sind überall. Mhm. Das ist übrigens die neue Tauschbörse. Jo, gefällt mir auch. Das gefällt mir auch sehr gut. Ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben. Auch es könnte ja sein, dass ihr das hier alles anguckt, ohne dass ihr STO jemals gespielt habt. Ihr habt es ja schon von unseren älteren Folgen gesehen und ihr seht es jetzt. Ihr könnt doch mal euren Senf dazu geben, wie ihr das neue ESD findet.
Aber hier kann man, aha. Hier gibt es natürlich auch noch. Ich gehe mal kurz nach oben in das Zwischendeck. Oben in Zwischendeck? Genau. Oben in der Zwischendeck. Hier oben gibt's, runterschauen. Hier oben gibt es zwar nicht viel, aber es sieht gut aus. Guten Flug. Und genauso hier, darum, kann man von oben runterschauen. Da sieht man die Schiffe da drüben ein bisschen besser. Genau. Also das ESD selber ist auch ein bisschen voller drin mit Schiffen. Oh, da unten sitzt sogar die Nova-Klasse. Die hätte ich mir vorhin fast geholt. Für einen anderen Charakter. Und der Fabi ist runtergefallen. Liegt aber nicht daran, dass ich ihn geschubst habe. Nein. Niemals. So. So. Und jetzt mal... Bye, Lucy. So, ich bin jetzt mal... Oh. Ich gucke jetzt mal noch ein bisschen intensiver hier aus dem Fenster. Ich bin auch schon auf dem Weg nach unten. Wo sind wir denn? Da. Genau. Hier sind dann übrigens die Tierhandlung. Ja. Das ist der Malcolm Sissel. Wer ihn noch kennt oder sucht. Genau, hier haben wir die ganzen Schiffe zur Auswahl. Hier seht ihr meinen Fernseher. Jo. So sieht eigentlich auch unser Aufnahmestudio aus. Haufen Monitore und Angestellte, die aber die ganze Zeit immer ruhig sind. Die haben nämlich alle so ein Anti-Bell-Hunde-Halsband. Das haben wir ein bisschen umprogrammiert, dass sobald die was sagen, die einen Stromschlag kriegen. Genau, hier können wir uns noch ein kleines Bierchen reinziehen. Ich such dich immer. Bist nur schon wieder? Der Kleine, weißt schon. Was ist der hier? Mit Captain Jim. Jim. Hallo, ich freue mich, Sie hier auf der Erde zu sehen. Sehr schön. Sternflotte, reise durch die Galaxie täglich. Ah, der war das. Danke. Das war die... Wie nennt sie es gleich? To the Galaxy. Genau, To the Galaxy. Genau, und hier haben wir... Hinten die Krankenstation? Genau, die Krankenstation. Da, wo man die, das ist da, wo man die Drogen kriegt, die wir immer nehmen. Wir haben sie auch ein bisschen aufgemöbelt. Aber ja, ich sag gefällt. Mal, für die riesige Station ist sie ein bisschen klein. Ja, das ist ja... ja. Und sie ist aus der Voyager jetzt rausgenommen. Ja, sie ist auf jeden Fall mehr Richtung Voyager optisch. Ja, bloß noch der Holodeck. Obwohl sie ja die Enterprise E ja auch die eine Krankenstation wie die Voyager hatte, ne? Also das war ja im Endeffekt rein Z-technisch die Krankenstation der Voyager. Die Ziere behandeln. Verletzungen? Habe ich da welche? Ich nicht. Siehste, muss ich auch mal. Muss ich nicht durchschauen. Müsste ich auch mal gucken tun. Ach Quatsch, wir haben ja nie Elite gespielt. Ja, bloß die drei Folgen voll Ding mal. War das überhaupt, war das Elite? Ja. Stimmt, sonst wäre es zu peinlich. Ja. Hier haben wir einen Baum. Gang nach oben und einen Baum. Genau, wir haben da sogar Bäume. Wie wir hier verfolgt werden von Fabi und von der Lucy, man hallo. Man könnte es sich auch vorstellen als Vorort zum Club 47, den es ja momentan nicht mehr gibt. Ja, weil der DJ deswegen, auch hier steht. Ja, deswegen steht damit auch so in der Gegend drum. Ich hatte auf dem Triple-Test-Server mal gefragt, bei dem Dev, der zufällig auch da war, wie das ausschaut, wann dann der Club 47 kommt zum Betreten. Die kriegen sie halt nicht mit Season 9 zum Launch fertig, aber man kann sich gut vorstellen, dass er mit Season 9,5, also wieder so ein halbes Ding, mhm, nachgefügt wird, weil hier vorne, diese Tür, ist halt sehr nobel gehalten, ja, mit diesem roten Teppich und so, wo ich jetzt gerade hier stehe. Ja. Mhm. Dass hier dann der Eingang zum Club 47 wird und da drin soll dann auch ein extra Eingang sein, dann zum Captain's Table, damit die Anomalie aus dem Weltraum verschwindet. Ach Gott, also das sei ist Dank. Bei mir der neueste Informationsstand. Das ist ja mal cool. Da haben wir ja richtigen Insider hier drin, ne? Kann ich mir schon gut vorstellen, hier außen so ein paar Nausikaner als Türsteher. Wenn du, wo die ganze Zeit drüber kommt, du kommst hier nicht rein. Ja, alles unter 1,50 Meter ist verboten, ich weiß schon. Ja, ja. Kinder dürfen hier nicht rein, bla bla. Witzig. Witzigkeit kennt keine Grenzen. So. Genau. Hier ist auch der neue Transporterraum. Der gefällt mir auch sehr gut. Ist jetzt ein bisschen, ich sag's mal, ein bisschen wie vom den Klingonen von der von der Flottenbasis ein bisschen abgeguckt. Da war das ja auch so freistehender Transporterraum auf so einer Plattform. Das ist ja hier im Endeffekt auch ein bisschen so gemacht. Auch nur fürs Protokoll, bei den Klingonen hat sich nichts verändert. Stimmt, das habe ich jetzt noch gar nicht nachgefragt. Nix? Klingon ist jetzt so von der Station oder von der First City hat sich nichts geändert, das ist richtig. Okay, das habe ich gerade noch festgestellt. Tastenfunktion Waffe wechseln. Hatte ich früher immer auf Y, hätte ich auch jetzt gerne wieder auf Y. So. Sehr schön.
Ich gucke jetzt mal, ich besuche mal Admiral Quinn. Genau. Ich habe übrigens ganz ominöserweise ein, wie hieß das Ding? Ein plasmageladene Explosionswaffe bei mir im Inventar gefunden. Ich habe keine Ahnung, wo ich die her hatte. Ja, ich hatte zwei Borg-Waffen im Inventar cool gehabt, als ich hier online gekommen bin gestern. Also, keine Ahnung, woher. Gut, Borg-Waffen könnte ich mir gerade noch erklären, aber. Ich will mich ja nicht beschweren. Ah, apropos, stimmt, du hast glaube ich schon gezeigt, Move-System hat sich auch ein wenig verändert. Was? Was? Nicht verändert? Was? Moment. Was? Doch, hat sich verändert, aber. Da hat sich einiges verändert. Nein, ja. Es wurde glaube ich noch nicht angesprochen, BZW gezeigt. Ich muss auch mal die Rufklasse einfordern, sehe ich gerade. Das tun wir doch gleich hier und live. Für 3, 2. Was? Fertig. Was machst du? Ich habe die Rufklasse 2 eingefordert. Ich bin noch bei der 1. Aber ich brauch nicht mal lang. Und dann hauen wir gleich mal das nächste rein. Lob. Genau, wie man jetzt sieht, sind nämlich die ganzen Rufklassen, so wie man es von der Dyson-Sache her kennt. Sprich. Man hat nur noch die zwei Sachen, die einmal stündlich und einmal, ja, sagen wir mal, quasi täglich, 20 Stunden sind. Man kriegt dafür diese lustigen Ausrüstungspäckchen. Ausrüstungspäckchen. Die Lucy fragt gerade, ob die Schiffe Live-Übertragungen sind. Ich bezweifle es ganz stark, weil die Schiffsnamen, die da auftauchen, und vor allem sehen die immer gleich aus und die bewegen sich nicht. Glaube ich nicht, dass das hier irgendwelche Live-Übertragungen sind. Vor allem sind es auch viel zu wenig. Welche? Wo? Hier, wo ich stehe. Das ist doch dieses beim Admiral Quinn, dieses Holo-Dings von ESD selber, wo diese Schiffe drumherum sind. So, Moment. Es wäre schon cool, wenn das irgendwie so wäre. Ja, auf der Seite waren wir ja noch gar nicht. Hier hat man einen wunderschönen Blick auf die Erde. Da oben auf die Werften. Da auf den Quadranten. Hier seht ihr mein Büro. Aus nostalgischen Gründen wurde auch ein Teil der Brücke der Enterprise hier aufgebaut. Und jetzt bringen wir mal hier runter. Hopp. Ah, das meinst du. Das wäre natürlich extrem cool, aber ich glaube, das würde sehr überladen hier aussehen. Ja. Wenn das wirklich die Schiffe wären. Was ich aber geil finde, das ist, wenn man aus diesen riesengroßen Fenstern schaut, die ich nicht putzen will, draußen die Schiffe drüber rumfliegen. Oh. Hä? Ist ja cool. Geht das Zeug hier an, hast du gesehen? Was, wie, wo bist du? Man nähert sich der Konsole und er geht halt des 3D-LKs an, richtig? Ist das cool. Gab es auch schon auf der Brücke der Odyssey aus dem Zen Store. Ja, aber die ist aber nicht, die sind aber nicht angegangen, die waren immer schon an. Richtig. Also die haben nicht reagiert, das stimmt. Und weil das ist sogar wirklich in 3D, die Elemente sind alle verschieden hoch da drin, das ist ja sau cool. Ja, Dino, schnupper da mal dran. Ja. Ach, übrigens, jeder, der es wissen will, wir sind übrigens gerade am Ende der Folge 121 bei mir. Und demnach bei mir. Ich habe keine Ahnung, wieder mal. Wie immer. 121, 60, 70, 72 müsste sein. 72, dann habe ich so Glück, noch ein bisschen Zeit. Oh, hallo, Sudu. Ha, der Sudu spricht mit mir. Der Sudu. Vielleicht sogar oben zu mir. Ich würde aber mal sagen, also grundsätzlich Fazit zum ESD. Ich will jetzt nicht zig Folgen hier mit ESD vorstellen, aber sieht sehr geil aus. Ja. Haben sie sich richtig Mühe gegeben. Auch viel Liebe im Detail. Da einen Dekür. Es sieht an manchen Stellen nicht so zusammengefuscht aus. Selbst die LKs Oberflächen, die sehen teilweise wirklich aus, als ob die auch dahin passen würden. Nicht so wie manchmal andere, dass er einfach nur hochskaliert wurden oder runterskaliert. Hauptsache die Fläche ist gefüllt. Und gefällt mir sehr gut. Es ist zwar immer noch ein Riesending. Also man kennt ja in STO, dass die Innenräume alle sehr überdimensioniert sind. Auch wenn das hier alles auch sehr groß ist, finde ich nicht, dass es zu groß ist. Also es stört nicht. Ich finde, als ob es so gehört, einfach gehört. Genau, es wirkt real. Genau. Also gefällt mir. Also ich würde ganz gerne mal live auf so ein Ding stehen. Ja, das würde, glaube ich, jeder von uns, der also, STO spielt. Da würde ich, glaube ich, erstmal mich hier irgendwo auf den Boden legen, den Boden lecken.
Wer weiß, was da schon für Sternflottenoffiziere drüber gelaufen sind. Was ist das? Ne, auf jeden Fall sehr geil. Oh nein, das will ich. Habe ich jetzt eingesammelt? Nein, ich habe wieder so ein Ding eingesammelt. Ja, wieder ein Kompakt. Also wenn ich im Real Life den Boden vom ESD einmal ablecken dürfte, dann wäre mir das wurscht, ob das Ding hygienisch wäre oder nicht. Also da würde ich... Ja, fast. Ich will durch die Tür. Ja, okay, außer stand da ein Klingone. Also ich sag mal so, mir wäre es lieber, wenn das ohne diesen Boden lecken funktionieren würde. Oh ja, aber ich würde dafür auch den Boden hier lecken. Also nicht komplett, sondern nur mal kurz mit der Zunge so... Bip. Und weißt schon, so bimp, kotzen und fertig. Ja. Ja, aber ich find's echt schön gemacht. Also auch wie gesagt, die Liebe im Detail. Auch wenn man mal das was ich sehr geil finde, wenn man mal da hochschaut. Da oben sieht man nämlich bist du, ach, da hinten bist du. Man sieht da oben nämlich über dem Hangar im Endeffekt sieht man auch noch mal so kleine Fenster, wo Leute dran vorbeilaufen, also das macht dieses ganze ESD halt auch größer, so vom Gefühl her. Richtig groß. Ja. Der NXDator hüpft da oben auf dem Gerüst rum. Der kriegt wieder mal seinen Höhenflug. Ja. So. Ja, aber ich würde sagen, Folge war lang genug. In der nächsten Folge gibt es wieder ein bisschen Action. Ja, können wir ein bisschen STF oder ein bisschen Farmzeug. Genau, ein bisschen Farming. Da können wir ein bisschen mehr aufs Rufsystem eingehen. Genau. Hat denn vielleicht der NXDator da Lust, gleich mal mitzufliegen? Klar, können wir gerne machen. Dass wir vielleicht gleich mal jemand haben, der sich da auskennt. Gerade, es gibt ja auch ein paar neue Missionen jetzt mit den Undinen. Genau, weil man muss ja dazu sagen, der NXDator, der lebt ja in STO. Also, der geht ja nur offline, um mal Luft zu holen. Ja, um Geld zu verdienen, um ein paar Cent zu kaufen dann wieder, ne? Ja, eben. Das wird ja alles wieder gleich wieder hier ins Spiel gesteckt. Ich meine, irgendwie muss ja das ESD wieder finanziert werden hier. Kann ich eigentlich meine Waffe jetzt nicht ziehen? Warum können das andere und ich nicht? So, auf jeden Fall, nächste Folge, sehen wir uns wieder. Genau. Und hören wir uns wieder. Genau. Also dann, tschüss.